So, hallo zusammen, herzlich willkommen zum Virtual Gym Webinar am 27. April. Wir haben tatsächlich schon einige Situationen jetzt mittlerweile erlebt und gehen auch dementsprechend langsam schon wieder aus dem, ich glaube, Woche 8 Lockdown oder sowas herunter, beziehungsweise heraus, und freue mich, dass wirklich auch wieder sehr, sehr viele dabei sind, beziehungsweise wie immer mehr werden, wie ich sehe, die Nummer steigt und steigt und steigt. Von da aus würde ich noch mal kurz eine Sekunde warten, bis wir tatsächlich dann auch mit dem Inhalt loslegen. Von da aus noch mal von allen herzlich willkommen. Ich gehe dementsprechend noch mal kurz auf die jeweiligen Gäste ein, beziehungsweise im Nachhinein dann noch mal die kurze Vorstellung und die Agenda. Hab dann eine kleine Überraschung, beziehungsweise Neuigkeit im Anschluss, und würde daraufhin dann eben auch nochmal ein bisschen mit dem Content weiterarbeiten. Ich finde, wir haben heute extrem spannende Gäste und auch wirklich sehr, sehr viel Input. Von da aus freue ich mich aufs heutige Webinar ganz besonders. Ist für mich auch persönlich ein kleines, besonderes Webinar. Von da aus wird es wirklich ein spannender Montag heute. Ich werde jetzt mal jetzt sind wir schon relativ viele, sind auch, genau, gehe ich mal einen Schritt weiter. Wie gesagt, haben wir heute sehr, sehr spannende und wirklich auch interessante Gäste mit dabei. Von da aus nochmal in die Runde erstmal herzlichen Dank und vor allem auch herzlich willkommen an Professor Dr. Nils Nagel, der Geschäftsführer vom DIFG, sowie von Niklas Bönström, Gründer und CEO von Mrs. Sporty. Aber auch, und den haben auch schon mal jemand, die vorherigen Webinarteilnehmer schon mal gesehen, Matthias Kroll als Rechtsanwalt aus Hamburg. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und als neuen Gastgeber haben wir Paul Pokorny, ein Virtual Gym Business Development Kollege, der in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Dazu aber später mehr. Als grobe Übersicht für heute habe ich für meinen Teil die Beginnung einfach, dass wir zu Beginn eine kurze Vorstellung machen bezüglich einfach, worum es heute geht. Und dann habe ich ja letzte Woche auch versprochen, nachdem ich die unternehmens- bzw. psychologisch und sozialen Werte bzw. Traumaverarbeitungspunkte und Slides vorgestellt habe, heute einfach so ein bisschen die Learnings aus vorherigen Webinaren, die ich eben auch ansonsten aus der Branche mitgenommen habe, ein bisschen vorzustellen, um ein paar Informationen zu teilen, wie denn tatsächlich die Struktur für eine Wiedereröffnung aussehen könnte, beziehungsweise welche, ja, ich sag mal, Best-Practice-Beispiele eben aus China eben mitnehmen können, die uns ja glücklicherweise einige Wochen bevor sind, beziehungsweise einfach voraus sind und da eben schon aus ihren Erfahrungen berichten konnten in anderen Webinaren, beziehungsweise die Informationen würde ich eben jetzt gerne teilen. Zweiter Punkt für mich ist dementsprechend dann die Vorstellung von Paul Pokorny. Und er wird dementsprechend auch nochmal weiter in Bezug auf unsere Gäste heute gehen, um da so eine wirklich interessante Q&A-Session beziehungsweise eben auch auf die jeweiligen Inhalte der jeweiligen Kollegen nochmal näher einzugehen. Natürlich ist auch immer Raum für die Fragen zwischendurch, deswegen würde ich jetzt nochmal ansprechen, nutzt bitte ganz, ganz aktiv den Chat beziehungsweise auch allgemein alle möglichen Situationen, wie ihr nur mit uns beziehungsweise mit den Kollegen als Gastgeber interagieren können. Das ist ein, davon lebt das Webinar tatsächlich. Wir haben schon einige Fragen im Voraus bekommen, aber ich bin natürlich auch, das habt ihr in den letzten Wochen auch schon mitbekommen, ein großer Fan davon, einfach das Ganze interaktiv zu gestalten und wirklich so eine Art Frage-Antwort-Situation draus zu machen. Die Phasen der Wiedereröffnung sind hier am Beispiel der chinesischen Kette Wills aufgebaut. Das ist eine der größten Ketten in ganz China, ich glaube mit ca. 600.000 Mitgliedern, 170 Studios, extrem vielen Mitarbeitern. Also es ist wirklich ein großer, großer Brocken im chinesischen Markt. Ich habe euch hier ein paar Impressionen zusammengestellt, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie das Studio oder diese Studios in diesem Medium-High-Preissegment ungefähr aufgebaut sind. Also die haben schon wirklich, ich sag mal, gute Erfahrungen in ihrem jeweiligen Branchensegment und die Informationen, die ich im Endeffekt jetzt in Zukunft teile, sind von dem Managing Director, also so eine Art Geschäftsführer, dementsprechend eben auch wirklich vom direkten Handhaber. Er hat das Ganze in drei Phasen aufgestellt, beziehungsweise aufgeteilt. Hierbei ist es auf die Schließung und Fokussierung, Vorbereitung und Wiedereröffnung selektiert. Das heißt, man kann da dementsprechend auch einigermaßen unsere Situation in der Dachregion, also in der deutschsprachigen Region, einfach einteilen, um zu sagen, wie weit ist es denn, wo sind wir momentan, inwieweit können wir uns da momentan schon orientieren, aber eben auch inspirieren lassen für die Zukunft.
Die Phase 1 ist in vier Fokusbereiche aufgebaut, also in den Nutzen der Zeit, in den Survival Mode hat er es genannt, aber auch in den Geldfluss beziehungsweise in die Mitgliederbindung und die Mitgliederkommunikation. Und ich denke, gerade in Fokus 3 und 4 ist es interessanter, ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich werde nicht alles wirklich in die Tiefe reingehen, weil wir eben zum Glück einiges schon hinter uns haben, aber eben umso weiter die Phasen voranschreiten, umso interessanter ist es eben auch als Learning für unsere Branche, für euch als Studiobetreiber, PTs oder auch Ernährungsberater. Wir haben durch Nils Nagel heute auch ein paar Unis mit dabei. Von da aus bin ich mal gespannt, dementsprechend, was da für Input nochmal dazukommt. Wenn wir jetzt auf den Punkt 1 hinzugehen, also Phase 1 von 3 und dann auf den Fokus, ist es natürlich so, dass haben wir auch schon viel darüber gesprochen, die Grundreinigung, Handwerksarbeiten, Firmenstrategie, Preisanalyse, also einfach die, ich sag mal, Basics der jeweiligen Firma nochmal reviewen, nochmal komplett überblicken sollten, wie nutze ich die Zeit jetzt effektiv und wie nutze ich sie effizient. Einfach um zu schauen, habe ich die Beginnerphase, die bis jetzt eben bei uns einigermaßen schon hinter uns liegt, klug genutzt und habe ich alle Punkte abgehakt, dass ich eben die Basis für eine Wiedereröffnung in Zukunft auch gut geschaffen habe. Fokus 2, wie eingeleitet, den Survival Mode, ist tatsächlich die kritische Betrachtung aller Ausgaben und Kostenstellen. Da geht es dann eben nicht nur um die Miete, da geht es aber natürlich dementsprechend auch um andere Gebühren, die ich jeden Monat bezahlen muss. Also von da aus ist es wirklich wichtig, sich kritisch hinzusetzen und sagen, welche Ausgaben kann ich momentan vielleicht sogar pausieren, beziehungsweise nachverhandeln, wie es man auch sieht. Aber eben, wie wir es auch in den letzten Webinaren schon mal besprochen haben und beispielsweise auch mit Matthias Kroll schon viele Fragen erreicht hatten, kann man Mietverträge pausieren lassen, kann man andere Verträge einfach neu verhandeln und dementsprechend aber nach hinten setzen. Da gibt es ja auch gesetzlich beziehungsweise von der Bundesregierung ganz, ganz viele Hilfen und Unterstützungen, dass man eben in Bezug auf die Mietverträge dann trotzdem die Möglichkeit hat, nicht gekündigt zu werden, etc. Für mich interessanter und auch wichtiger Punkt war, da gebe ich nachher dementsprechend nochmal ein paar Zahlen dazu, Entschuldigung, dass das Sicherstellen von zusätzlichen Einnahmequellen, wie beispielsweise Online-Training, gerade bei Wills, also einer der größten chinesischen Fitnessketten, extremen Anteil ausgemacht hat, um eben trotzdem die Kosten zu senken, aber den Umsatz nicht ganz einbrechen zu lassen. Von da aus denke ich, dass es schon Sinn macht, dementsprechend sich auch im früheren Stadium da einfach Gedanken drüber zu machen. Der Fokus 3 ist darauf spezialisiert zu schauen, inwieweit ist denn trotzdem möglich, einigermaßen durch einerseits online Umsatz zu generieren, aber eben auch Geld zu sparen, beziehungsweise durch staatliche Hilfen, um Geld einfach reinzubekommen. Weil wir müssen den gewissen Geldfluss einfach beibehalten und wir müssen trotzdem schauen, dass einfach in gewisser Art und Weise trotzdem ja, Geld fließt, um beispielsweise auch Gehälter zu bezahlen. Hierbei ist es eben wie auch gemeint, und das ist natürlich auch eine schwierige ethische Frage, inwieweit kann ich Verträge pausieren lassen, beispielsweise mit Freiberuflern, aber ich habe das für mich so verstanden, lieber pausiere ich Verträge mit Freiberuflern, die dann eben auch staatliche Hilfen generieren können, als beispielsweise von Mitarbeitern, die dann eben in Kurzarbeit fallen können, beziehungsweise eben dann deutlich weniger im allgemeinen Umsatz haben. Hier hat er gemeint, dass es dementsprechend so war, dass alle Gehälter 100% weiterbezahlt wurden, weil Wills einfach wollte, dass die Mitarbeiter sich sicher fühlen, dass sie sich in guten Händen aufgehoben fühlen. Das hat mir einen ganz guten und ganz starken, eine starke Message rübergebracht, weil ich dachte, das ist einfach auch psychologisch gesehen für alle, die Beteiligten, unternehmerisch wie auch privat, aber auch als Arbeitnehmer, ein ganz, ganz starkes Signal. Und ich denke, das ist auch für die zukünftige Loyalität beziehungsweise Performance in Bezug auf, wie kann ich dann als von meinen Mitarbeitern auch mal die Extrameile von der auch ganz oft gesprochen wird, verlangt, zu sagen, inwieweit kann ich dann auch diese Meile verlangen, wenn ich dementsprechend auch wirklich so viel gebe, wie ich nur kann. Das ist in meinem Empfinden nach ein ganz, ganz starkes und auch gutes Signal. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich denke, wir sollten diese momentane Situation, in der wir uns alle befinden, mit dem Covid-19 einfach nutzen, dem Mitglied zu zeigen, wie wichtig dieses Mitglied tatsächlich ist und wichtig jedes einzelne Mitglied für jedes einzelne Studio ist. Und das geht nun mal nur durch Kommunikation. Das heißt, natürlich müssen wir auch schauen, wie müssen wir abwägen, ziehe ich meine Beiträge weiterhin ein, pausiere ich. Da gibt es beispielsweise eine ganz, ganz interessante Situation aus Schweden.
Da hat ein Studiobetreiber, ich glaube auch eine relativ große Fitnesskette, freiwillig, obwohl er staatlich nicht schließen musste, freiwillig für 2 Wochen das Studio geschlossen und dementsprechend auch dann die Beiträge nicht eingezogen. Da kann wahrscheinlich vielleicht auch Niklas als Schwede nachher noch was dazu sagen und dann ein paar Informationen zu geben. Aber das finde ich also dementsprechend da eine ganz interessante Situation. Es ist genauso wichtig, auch wenn ich in welcher Situation ich auch immer mich befinde, dass ich trotzdem eine professionelle und ansprechende Online-Präsenz habe, aber eben auch schaue, egal welcher Kommunikationsweg beziehungsweise egal welche Kommunikation nach außen hin getragen wird, es muss höchster Qualität entsprechen, weil das eben momentan die einzige Kommunikation ist, die wir mit dem Mitglied haben. Von da aus versucht die so hoch und so professionell wie möglich nur auch tatsächlich darzustellen. Das Gleiche ist dementsprechend auch, bietet euren Mitgliedern weiterhin die Möglichkeit, Workout von zu Hause machen zu können. Das heißt, ist es über Video on Demand, ist es über Fitness on Demand, ist es über Livestreams, ist es über jegliche Art von digitalen Varianten, ist eben nicht nur von den einzelnen jeweiligen Mitgliedern wichtig, sondern eben auch, wie gesagt, dieser Kommunikationsweg ist da einfach extrem wichtig. Bietet den Mitgliedern an, sich digital weiterzubilden, sie einfach Unterstützung zu bieten. Inwieweit kann ich euch unterstützen, auch wenn es um Ernährung, wenn es ums Immunsystem, wenn es um allgemeine sportliche Gesundheit geht. Das ist in Zukunft wichtiger und wird auch weiterhin in Zukunft sehr wichtig sein. Ist aber momentan einfach auch ein Thema, was man durch die Medien beziehungsweise durch viele Statistiken und auch Studien herausfinden konnte, dass das Interesse nach und nach steigt, dadurch, dass eben jetzt der Coronavirus ein bisschen diese Präsenz einfach gegeben hat. Hey, das Immunsystem ist ein wichtiger Faktor, um einerseits gesund zu bleiben, aber auch in dem Fall in Zukunft mich dagegen zu schützen. Kümmert euch um die Mitglieder und schaut, dass dementsprechend da so viel wie möglich Kommunikation in einer qualitativen Art und Weise stattfindet. Der zweite Punkt ist dementsprechend dann hier auch die Vorbereitung, das ist Phase 2. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Die Schließung bzw. der, ich nenne es mal, Ausbruch des Coronavirus in China war gegen dem, ja, ich würde sagen, gegen den Jahreswechsel, was auch dem chinesischen Neujahr entspricht, also was in dem Fall bei uns sozusagen die Weihnachtssaison ist, wo eh alle sagen, ja, ich möchte jetzt ab Januar wieder neu in Form kommen, über die Neujahrsvorsätze etc. Das heißt, es kam eigentlich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, dass alle Gyms geschlossen werden mussten, weil eben tatsächlich eigentlich die Motivation in der Bevölkerung am höchsten war. Und wann, das ist ja bei uns dementsprechend ähnlich, dass wir tatsächlich eben dann die höchste Vertragsabschlussquoten jeweils im Jahr haben. Von da aus kam es eben auch in China zu denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Und nur als vergleichsweise Zeitspanne ist es eben hier, dass die schrittweise Neueröffnung von weniger Studios, von über, ich glaube, 80 Studios, was die Mills-Kette hat, sehr, sehr, sehr lange gedauert hat. Das ist dementsprechend gegen Ende März passiert, das heißt, es ist fast 4 Monate geschlossen gewesen und dann dementsprechend aber auch nur mit 2 hoch- und 2 gering frequentierten Studios, um so eine Art, ja, Erfahrungswerk zu generieren. Es ist weiterhin wichtig gewesen, Mitarbeiter, aber auch Mitglieder zu schulen in Bezug auf Sicherheit, Hygiene und dadurch war es eben wichtig, eben volle Transparenz zu gelten. Welche Regeln haben wir intern? Welche Regeln gibt es von der Regierung? Und in welcher Art und Weise muss man wirklich auch schauen, was in Zukunft wichtig ist, beziehungsweise welche Regeln befolgt werden müssen? Es war von großer Bedeutung, und da gehe ich nachher nochmal in den Zahlen drauf ein, dass die Mails-Kette die Wiedereröffnung vorbereitet hat, beispielsweise eben dann durch Promotion-Strategien. Das heißt, es ist einfach so, das Gym wird wieder geöffnet, dadurch produziert es wieder Kosten. Und wir müssen schnell versuchen, so schnell wie möglich auch dementsprechend wieder Umsatz zu generieren. Hier hat es die Kette durch beispielsweise einen Durchschnittsrabatt von 20% gehabt, durch Freirabatte in Bezug auf Monate, aber in Bezug auf Familie- oder Freunde-Bundles. Das heißt, was ich melde dich an, bring deine Freundin oder Freunden mit, melde dich an und deine Familie kann zu X% weniger trainieren, aber eben auch in Bezug auf die Freimonate, wenn man sich anmeldet, man bekommt dann 1 bis 2 Monate als Freimitglied.
Das Gleiche ist im Endeffekt wichtig, das Ganze eben auch innerhalb der Studioräumlichkeiten weiterhin zu strukturieren, um Laufwege, Ausgänge, aber eben auch Reinigungsroutinen vorher klug zu planen. Ich denke, da wird dann wahrscheinlich Nils Nagel auch noch etwas drauf eingehen, um in gewisser Art und Weise vielleicht schon Ideen des Verbandes beziehungsweise was in der Branche allgemein momentan schon besprochen wird, welche möglichen Auflagen es geben könnte. Wichtig ist auch, und es ist tatsächlich auch in China ein großer Fall gewesen, ich möchte hinzufügen, dass China eines der modernsten und digitalisiertesten Länder der Welt ist und trotzdem Schwierigkeiten hatte, das Ganze technisch umzusetzen. Es ist beispielsweise eben hier wichtig, tatsächlich eine Software im Studio zu verwenden, aber eben auch eine gewisse Möglichkeit dazu bieten, inwieweit der Check-in vorne möglich ist, aber eben auch eine Online-Anmeldung möglich ist. Das heißt, in China war das dementsprechend so, dass die Mitglieder sich vorher anmelden mussten, bevor sie das Studio tatsächlich betreten durften, beziehungsweise gewisse Phasen einfach möglich sind. Es war tatsächlich so, dass maximal 40% der Höchstanzahl der jeweiligen Mitglieder erlaubt gewesen sind. Das heißt, es ist ein bisschen andere Art und Weise, wie es in Deutschland angedacht ist bisher, dass man pro Person gewisse Quadratmeter erlaubt hat. Hier war es so, dass eben gewisse Peakzeiten und dadurch nur eine gewisse prozentuale Anzahl erlaubt gewesen war. Und die Anmeldung hat mit einem QR-Code stattgefunden, der dann dementsprechend aber auch nur für eine gewisse Zeit gültig war, dass eben generiert wurde, dass, falls eine Warteliste entstanden ist, Personen nachrücken können. Und die Personen durften maximal 2 Stunden im Studio, ich glaube eine Stunde, bin mir gar nicht ganz sicher, 1 bis 2 Stunden im Studio sich aufhalten, mussten ihren Personalausweis vorne abgeben und dann mussten sie das Studio auch wieder verlassen, mussten die Telefonnummer hinzufügen, dass sie eben auch rausgerufen werden können. Alle 20 Minuten gab es eine Sicherheits- bzw. Hygienedurchsage durch die Studiolautsprecher und die Abstände wurden beispielsweise nur jedes zweite Laufband wurde freigegeben. Das heißt, es sind schon wirklich sehr einschneidende Maßnahmen und deswegen müssen wir dementsprechend auch so früh wie möglich darauf achten, jetzt schon alles Mögliche in die Wege zu leiten, um das Studio entsprechend zu organisieren, um dann schnell handeln zu können und das Studio hoffentlich am ersten Tag wieder zu öffnen. Die Wiedereröffnung war dann in dem Fall relativ flott. Weiterhin ist aber dementsprechend von, das ist jetzt eine Woche her, dass noch über 80% der Studios geschlossen waren. Das heißt, es ist immer noch nicht ganz offen und wir befinden uns jetzt schon im Ende April, also fast 5 Monate nach dem Ausbruch in China. Es ist aber dementsprechend trotzdem so, dass eben am Anfang, ich glaube in den ersten 2 Wochen, keine Kurse beziehungsweise auch die Nassbereiche nicht geöffnet werden durften und die Öffnungszeiten reduziert worden sind, einfach um Sparmaßnahmen beziehungsweise die Kosten nicht ganz zu explodieren zu lassen. Ein interessanter Fakt war zusätzlich noch, dass eben der Online-Content, der durch die beispielsweise Online-Kurse generiert war, circa ein Viertel des Umsatzes ausgemacht hat. Und bei so einer großen Kette ist es dementsprechend schon eine interessante Summe. Das war es im Endeffekt von den 3 Phasen. Ich habe ein paar Nummern versprochen und es geht tatsächlich wieder bergauf. Eine kleine Übersicht in Bezug auf den jeweiligen Check-in-Zeiten beziehungsweise Check-in-Nummern war es tatsächlich so, dass, und es war fast zu erwarten, innerhalb der Corona- beziehungsweise der Lockdown-Zeit ist es eben wirklich vielen Leuten bewusst geworden, dass sie sich bewegen müssen, dass sie ein starkes Immunsystem brauchen, um gesund zu sein, um gesund zu bleiben. Und die Check-in-Zeiten beziehungsweise Werte waren extrem hoch. Und man sieht es hier direkt in Woche 1, es ist 50% mehr gewesen als vor Covid-19. Das gleiche dementsprechend sogar nochmal leicht erhöht in Woche 4 und 5. Das heißt, es ist dementsprechend nur ein ganz kleiner Einbruch gewesen in Woche 3. Und danach ging es aber wieder steil bergauf. Ich denke mal, das würde ich mir einfach erklären, dass die Leute sich da auch einfach etwas dran gewöhnen mussten, inwieweit die Maßnahmen einfach wirklich tatsächlich greifen und ob dann ein gewisser Schaden daraus resultiert. Hier in dem Fall sieht man, dass es extrem gut gewesen ist. Die Kurse sind ausgebucht, es gibt regelmäßige Wartelisten. Und das sind jetzt nochmal 3 Fakten, die ich extrem interessant finde, dass gerade Personal Training Sessions extrem gestiegen sind, der Umsatz 13% im Vergleich zu vorher gestiegen ist, was bei so einer Kette, wie gesagt, auch einen großen Fakt ausmacht. Und es gibt ein Drittel mehr Mitgliederregistrierungen, als es tatsächlich vorher war. Das heißt, die Zahlen waren tatsächlich in der positiven Weise erschreckend gut und dementsprechend auch eine
gute Sales-Strategie, die da vorbereitet wurde. Also da ist mein Appell, denkt rechtzeitig und frühzeitig darüber nach, inwieweit die Strategie, die Außenwirkung und tatsächlich das Gesamtbild wirklich klug vorbereitet ist, um zu sagen, ich bin vorbereitet auf die Wiedereröffnung. So, als nächsten Punkt hatten wir auf der Agenda die Vorstellung von Paul Pokorny. Das ist der Hintergrund, dass er in Zukunft die Webinare übernehmen wird. Von da aus herzlich willkommen, Paul, und danke, dass du dementsprechend da auch dir die Zeit für nimmst, beziehungsweise diese Aufgabe in Zukunft übernimmst. Ich würde dementsprechend auch kurz das Wort an dich übergeben, dass du vielleicht ein, zwei Sätze über dich erzählst und dann dementsprechend auch komplett an dich übergeben und mich von meiner Seite her bei der Community, aber auch nochmal bei allen Gastgebern beziehungsweise Teilnehmern bedanken. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall von vielen, vielen nochmal in Zukunft zu hören. Ja, danke Christian. Einen wunderschönen Montagvormittag, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Auch natürlich einen wunderschönen Vormittag an unsere interessanten Speaker heute. Mein Name ist Paul Bocconi. Ich bin seit Jänner bei der Firma Virtual Gym im Bereich Business Development tätig. Spezialisiert und Fokus liegt am Dachmarkt. Ich hoffe natürlich, dass ich die Webinare mit gleichbleibender qualitativer Hochwertigkeit weiterführen kann, so wie wir es jetzt von Christian in den letzten 6, 7 Wochen gewohnt sind. Will jetzt aber auch nicht so viel über den heißen Brei herumreden und das Wort direkt an unseren ersten Speaker, den Herrn Professor Dr. Nils Nagel, übergeben. Er ist Geschäftsführer des DIFG, des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit. Und ich freue mich auf seine Ausblicke und Strategien. Ja, vielen Dank an euch für die Einladung. Ich möchte das Ganze gerne mal auf so einer Metaebene betrachten. Und zunächst einmal, vielleicht Hans, kannst du im Anschluss auch da mal sagen, du bist ja so ein international sehr erfahrener Experte. Meines Erachtens haben die chinesischen Fitnessstudios mittlerweile wieder schließen müssen. Das war so die letzte Stand, den ich hatte. Insofern ist das schon mal so ein Brückenschlag darauf, dass wir wirklich aufpassen müssen, wie und unter welchen Rahmenbedingungen wir letztendlich auch die Fitnessstudios eröffnen. Ich will zunächst einmal darauf eingehen, was aus unserer Sicht des Industrieverbandes wichtig ist. Als ersten Punkt möchte ich benennen die Einigkeit in der Branche, die wir herstellen müssen. Wir haben sehr viele Menschen, die sich aus ihrer eigenen Perspektive für die Fitnessbranche einsetzen, und das finde ich klasse. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, die an Ideen, an Konzepten arbeiten, der Wiedereröffnung, über sich Gedanken machen, über Hygieneregeln, die mit Politikern sprechen, Öffentlichkeitsarbeit betreiben und so weiter und so fort. Trotzdem glaube ich, das ist so unsere Erfahrung in der Arbeit mit Lobbyisten, dass wir nur dann Gehör finden, wenn wir es schaffen, wirklich mit einer Sprache zu sprechen. Und vielleicht muss in den nächsten Wochen hier noch mal eine zusätzliche Institution geschaffen werden. Eine Dachorganisation, unter der sich die Industrie vereinigt, die Fitnessclubs, die Fitnessketten, die einzelnen Verbände und hier konstruktiv gemeinsame Sachen halt machen. Denn worum geht es? Es geht aus meiner Sicht nicht nur darum, so schnell wie möglich jetzt wieder zu öffnen, weil dann passiert uns vielleicht genau das Gleiche, was in China passiert ist. Dann, wenn wir hier in Deutschland mal, und ich bin kein Virologe, die zweite Infektionswelle haben, und dann bleiben wir zunächst einmal geschlossen. Das heißt also, wir brauchen wirklich Infektionsschutzkonzepte. Ich rede jetzt mal bewusst nicht von Hygieneregeln, weil mir das nicht zu weit greift und die Verbindung, die ich da habe, eher so an Sauberkeit ist, sondern wir brauchen Infektionsschutzkonzepte und die müssen wissenschaftlich basiert sein. Und da brauchen wir auch eine Einigkeit der Fitnessbranche. Das, was wir als von Industrieseite aus gemacht haben, ist vor einiger Zeit eine Studie in Auftrag zu geben an der TU München. Warum die TU München? Weil die TU München keine Hochschule ist, die man jetzt so originär mit dem Thema Fitnessindustrie in Verbindung bringt, an der man ja eine gewisse Neutralität sozusagen auch zuordnen kann. Und die mit einem international renommierten Gremium erarbeitet, wie hoch ist das
ein Statementpapier, eine wissenschaftliche Studie dazu, wie hoch ist das Infektionsrisiko zum einen wirklich in den Fitnessstudios und was sind die geeigneten Maßnahmen. Und diese müssen wir natürlich abgleichen mit den Gedanken, die sich jeder hier vielleicht auch schon gemacht hat. Mir ist ja auch bewusst, dass ja auch andere Hochschulen bereits an diesen Konzepten mitgearbeitet haben. All dieweil kenne ich dort die Ergebnisse nicht. Also wir brauchen eine gewisse Einigkeit in der Branche. Das Zweite ist, dass wir uns natürlich genau überlegen müssen, auch in Einigkeit, was wollen wir von der Politik? Was sind die genauen Erwartungen? Müssen wir nachdenken über eine temporäre Herabsetzung beispielsweise der Mehrwertsteuer? Was brauchen wir? Und das Dritte ist natürlich eben aus meiner Sicht die richtige Argumentation aufzubauen und vorzutragen, wenn es darum geht, wir nennen das ja heutzutage in unserer Branche die Systemrelevanz der Fitnessbranche zu dokumentieren in Bezug auf natürlich das Thema Gesundheit, aber aus meiner Sicht auch entlang der gesellschaftlichen Probleme, die Probleme, die Politik zeitnah zu lösen hat. Und aus dieser Sicht habe ich mit einer Schweizer Kollegin mal so eine Synopse, also eine rahmengebende Recherche gemacht. Was weiß man denn eigentlich darüber, wie Fitness, welchen Beitrag oder beziehungsweise was so eine Pandemie macht mit einer Gesellschaft, nicht unbedingt nur im gesundheitlichen Sinne, in einem biologischen gesundheitlichen Sinne, mit dem wir uns in der Vergangenheit beschäftigt haben, sondern auch, was das Thema der psychosozialen Gesundheit anbelangt. In der Medizin und in den Gesundheitswissenschaften sprechen wir ja deshalb von einem biopsychosozialen Modell der Gesundheit, weil wir wissen, wenn jemand psychisch nicht gesund ist, wenn er sich sozial nicht aufgehoben fühlt, dann hat das auch Auswirkungen auf die biologische Gesundheit. Und da gibt es bereits eine ganze Menge von sehr interessanten und sehr wichtigen Studien aus der Medizin heraus. Wir wissen in der Tat, dass Pandemien wie beispielsweise das Thema Covid-19 zu einer erheblichen negativen Auswirkung beitragen in Bezug auf die psychosoziale Gesundheit der Gesellschaft. Und ja, dem gegenüber stehen, da möchte ich vielleicht gerne, obwohl wir es noch nicht publizieren, in den nächsten Tagen erst publizieren werden, vielleicht so das ein oder Argument schon mal aufführen. Und dem gegenüber steht natürlich eine dokumentierte Evidenz körperlicher Aktivität im Allgemeinen und gerade Fitnesstraining als Kombination, wenn man es einfach mal jetzt reduziert auf eine Kombination von Kraft- und Ausdauertraining. Das wissen wir, dass wir dort eine ganze Menge erreichen können. Zu den psychosozialen Folgen gehören Ängste. Christian, ich glaube, du bist darauf ja schon eingegangen. Ängste, die darauf beruhen, den Arbeitsplatz zu verlieren, zu erkranken, zu sterben, Stressbelastungen, Thema Homeoffice. Ist eine erhebliche Stressbelastung, die auch wissenschaftlich bereits gut beforscht ist. Was passiert, wenn Menschen umstellen müssen auf Homeoffice. Und wir haben ja hier so eine erzwungene Umstellung innerhalb kürzester Zeit, ohne dass vielleicht die Gerätschaften im Homeoffice in adäquater Form zur Hand waren. Wir wissen, dass so eine Pandemie beispielsweise zu Hilflosigkeit und Depressionen führen kann. Wir wissen, dass medizinisches Personal und gewisse Randgruppen stigmatisiert werden. Und wenn man jetzt sich einfach mal so die Nachrichten vor Augen führt in der letzten Zeit, dann ist ja das etwas, das war jetzt zumindest mal mein Eindruck, was gerade jetzt passiert, ja, dass Ärzte, Hilfspersonal stigmatisiert wird. Sie möchten bitte umziehen, weil sie nämlich auch in Krankenhäusern arbeiten, also diejenigen, die im Grunde um unsere Gesellschaft beitragen. Wir wissen, dass wir es mit Problemen im Hinblick auf Aggression zu tun haben. Ja, also Kindeswohlgefährdung ist dokumentiert. Häusliche Gewalt ist thematisiert, oftmals begleitend und von Alkohol- und Drogenmissbrauch bei Tätern und Opfern. Also wirklich ganz, ganz starke Probleme, mit denen sich die Politik derzeit auseinandersetzt. Und natürlich gibt es auch noch diese ganzen Folgeerkrankungen im Rahmen der Isolation wie Osteoporose, Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die natürlich wunderbar dokumentiert werden können von einem Trainingswissenschaftler. Und wenn man sich dann einfach mal anguckt, was sind eigentlich so die psychosozialen
potenziellen Auswirkungen von Kraft- und Ausdauertrainingen entdecken wir viele Hinweise in der Wissenschaft darauf, dass eben gerade Krafttraining, Ausdauertraining dazu führen kann, eine gewisse Resilienz aufzubauen, Depressionen reduzieren kann, Erschöpfungszustände, dass die Schlafqualität sich verbessert, das Selbstwertgefühl sich anhebt, dass die subjektive Lebensqualität sich verbessert, bis hin natürlich auch zu der Verbesserung der, ja, die Trainingswissenschaftler nennen das, die Neurowissenschaftler, die exekutiven Funktionen des Gehirns sich verbessern. Ja, also das sind so exekutive Funktionen des Gehirns, die in Verbindung stehen, um halt eben Anforderungen gerecht zu werden im Kontext von lern- und arbeitsrelevanten Herausforderungen halt. Ohne es jetzt zu tief einzugehen. Und da können wir eine ganze Menge mit unserem Kraft- und Ausdauertraining bewirken. Und ich glaube, dass das ein sinnvolles Argument sein kann, neben den wertvollen Argumenten, die die Branche bisher natürlich schon sammelt, die nach wie vor ihre Wichtigkeit haben, wie der Stärkung des Immunsystems. Und es zeigt sich dann nämlich auch, dass es wichtig ist, dass wir eine gewisse Bindung erzeugen, der Trainierenden an die Anders-Training. Das heißt also, dafür ist es wichtig, dass wir ein Angebot machen entlang der Bewegungspräferenz. Also wenn jemand gerne Krafttraining machen möchte, dann macht es eben keinen Sinn, dem zu sagen, geh mal draußen dreimal die Woche laufen, spazieren oder Fahrrad fahren. Da hat er keine Lust drauf. Natürlich braucht es halt auch das qualifizierte Personal in den Studios, das dafür sorgt, dass es hier zu einer adäquaten Dosierung führt. Weil jetzt in dem Expertenkreis gesagt, natürlich wissen wir auch, dass wenn jemand viel, viel zu hart dauerhaft trainiert, vielleicht vorgestresst ist, dass das dann auch zu Übertrainingszuständen kommen kann, die nach sich ziehen so depressionsähnliche Stimmungsschwankungen. Das wollen wir nicht. Und deshalb braucht es unser Personal. Man braucht es eben nicht nur Angebote im virtuellen Raum. Und das habe ich einfach mal als Argumentationsleitfaden zusammengetragen. Wie gesagt, wir werden das bald zur Verfügung stellen, publizieren, nicht wissenschaftlich zu publizieren, aber über die Kanäle der Branche zur Verfügung stellen. Und ganz wichtig nochmal ist es, an dem, was wir machen, uns immer Gedanken zu machen, ist das wirklich auch nachhaltig oder ist es der nächste Schnellschuss? Und lasst uns doch bitte alle das Ego über den Aufbau einer eigenen Expertise mal ein Stück weit nach hinten trägen. Es zählt jetzt nicht der Ruhm des Einzelnen. Es zählt einfach die Wirkung für die Branche, damit es einen Markt gibt, auf dem vielleicht dann auch irgendwann mal der ein oder andere Wettbewerber sein darf. Das ist ja nicht grundverkehrt. Aber wir brauchen jetzt erstmal eine Einigkeit. Deshalb lasst uns da zusammen sprechen, eine Sprache sprechen. Und wenn jemand Ideen hat, dann trag die nach innen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Nils Nagel. Sie haben zu Beginn auch schon angesprochen, jetzt auch im Nachgang noch einmal, es wäre sinnvoll, eine zusätzliche Institution für Zusammenarbeit zu gründen. Wie könnte diese Konstellation aussehen? Vor allem, wären da auch Forscher involviert? Also da müssen definitiv Wissenschaftler involviert werden, aber nicht nur Wissenschaftler. Also wir müssen ja auch mal die Gedanken darüber machen, was für eine Wirkung trägt das Ganze. Ne? Also wir Wissenschaftler wirken ja oftmals ein bisschen zu verkopft. Über manche Ergebnisse brüten wir auch vielleicht dann auch ganz schön lange, bevor wir sie vortragen. Das ist auch gut so für ein Qualitätsmanagement, aber wir brauchen ja auch ein bisschen Geschwindigkeit. Ich glaube, dass dieses Dach nicht angedockt sein darf bei irgendeinem Verband. Nämlich, da schließe ich uns mit ein. Es braucht wirklich ein verbandsunabhängiges Dach, unter dem jeder Verband sich einbringt. Und die Industrie und die Wissenschaftler und auch Wissenschaftler aus dem Bereich der Medizin, aber Wissenschaftler, die uns letztendlich auch gut tun und in unserem Sinne arbeiten. Also wenn ich das so sagen darf, bei dem eGym-Seminar auch zugehört hat von Mario Görlach, der hat ja da schon mal den einen oder anderen wirklich sehr guten Gedanken geäußert, wie so ein Dach aussehen könnte. Vielen herzlichen Dank. Auch natürlich immer wichtig, seine Belange dann auch weiter zu kommunizieren. Auf welchem Kanal kann man die Wichtigkeit von Ausdauer- und Krafttraining dann auch in höhere Instanzen bringen, also weiter kommunizieren? Über welchen Kanal? Also ich glaube, dass das
die Frage ist aber, wen möchte ich erreichen? Ja, ist es mein Kunde? Dann ist es der Trainer, der Unternehmer, der mit seinem Kunden kommuniziert. Sind es, sage ich mal, höhere Instanzen, wie beispielsweise die Politik? Dann glaube ich, dass dieser Argumentationsleitfaden eben von diesem Dach geführt werden muss, stellvertretend, mit einer hohen Expertise ausgestattet, aber auch mit dem Vertrauen der Branche. Also, um die Frage zu beantworten, das kann man nicht verallgemeinern. Ja? Die Frage ist immer, auf welcher Ebene ich mich befinde. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Nils Nagel. Ich würde noch gern mal hinzufügen an unsere Zuhörer bzw. Zuseherinnen und Zuseher. Bitte, weil wir auch die Webinare in enger Zusammenarbeit mit diesen gestalten mögen, auch fleißig in den Q&As Fragen zu stellen. Dann würde ich auch gleich weitergehen an unseren nächsten Speaker, den Herrn Niklas Böhnström. Er ist Gründer und CEO von Miss Sporty und wird jetzt seine Erfahrungen und Ideen mit uns teilen. Danke dir, Paul. Und danke, Christian, auch für die Einladung, heute ein bisschen unsere Erfahrungen zu teilen. Ich hatte mich gefragt, ob ich ein bisschen so sprechen kann über, was Miss Sporty so gemacht hat bis jetzt während dieser Situation und wie wir sozusagen nach vorne gehen. Und hat mich gefreut, auch glaube ich, es gibt ja einige kulturelle Unterschiede mit den Chinesen, würde ich sagen. Aber die Trend ist ja mindestens positiv zu sehen, dass die Chinesen, wenn die Clubs geöffnet haben, zurückgegangen sind in die Clubs. Und du hast ja auch, Christian, du hast ja auch gesagt, ich bin ja Schwede. Mein erster Arbeitgeber in der Fitnessbranche war tatsächlich Satz Sportsclubs, die diese Entscheidung getroffen hat, plötzlich zuzumachen und dann wieder aufzumachen. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, kann ich mich gerne dazu versuchen zu äußern, aber das ist ja, glaube ich, fast 16, 17 Jahre her, seit ich mit Mrs. Sporty, seit ich mit Satz damals gearbeitet habe, ja. Aber ich kenne die Firma gut. So, ein bisschen über uns zu verstehen, Mrs. Sporty ist es ja, ich glaube, es gibt keinen Weg jetzt in diese Situation, die one size fits all. So die Entscheidungen, die wir treffen als Club-Operators, wir und alle anderen da draußen, ist ja ein bisschen, wir bauen den Weg gleichzeitig, wenn wir die laufen. Und unseren Weg zu verstehen, muss man ein bisschen die Hintergrund zu verstehen, woher kommen wir und warum sind wir so aufgeklärt, wie wir sind. Einige von euch kennt ja Mrs. Sporty, ich glaube, einige Mrs. Sporty sind auch heute dabei. Für jedes Unternehmen ist es ja selbstverständlich unglaublich unerwartete Seiten, die auch sozusagen viele Franchise-Partner und wir auch oft selbstverständlich auf den Nerven bringen. Ja? Das ist ja schon eine ungewöhnliche und auch oft sehr harte Situation, wo wir als Branche hier durchgehen. Was ich aber sagen muss, ist, dass die Franchise, was ganz toll ist, kann eine Herausforderung sein, ein Franchise-System zu sein in einer Situation wie dieser, weil es ist ja eine Form von demokratisches System, selbstverständlich, weil man arbeitet zusammen. Franchise-Nehmer sind ja Unternehmer und wir kommen zusammen und Franchise-Nehmer treffen auch sehr viele Entscheidungen selber, aber trotzdem müssen wir als Gruppe auftreten. Und jeder Unternehmen hat ja seine selbstverständlich seine Herausforderungen, seine Situation, was bewältigt werden muss. Aber die Franchise-Partner bei Mrs. Sporty beiträgt wirklich essentiell sozusagen zum Dialog. Wir haben einen sehr offenen, sehr gerade Dialog miteinander und deswegen die Wege, die wir gegangen sind auch in große Beeinflussung von der Franchise-Partner-Community. Selbstverständlich gibt es auch Auseinandersetzungen zu sagen, warum das und wieso nicht das und so weiter, was bedeutet das für mich. Aber ich bin sehr beeindruckt von dem Team, was ich hier habe in den Mrs. Sporty Zentralen, aber auch sehr von den Franchise-Partnern, wie wir bis jetzt diese Krise bewältigt haben. Mrs. Sporty ist erstmal ein System, wie ich gegründet habe, zusammen mit meiner damalige Frau Valerie, schon in 2004 und am Anfang waren wir zwei Personen, die diese Firma betrieben haben und jetzt mittlerweile sind wir um 450 Clubs in Europa. Es ist ein Franchise-System, wie erwähnt, das bedeutet aufgebaut von selbstständigen Unternehmern. Was wir machen ist, wir fokussieren auf eine Zielgruppe, die Frauen ist, erstmal, aber wir haben sehr viele Mitglieder, die älter sind. Also viele, viele Frauen, die 50, 60, 70, 80, sogar 90 Jahre alt sind,
die auch selbstverständlich in diese Covid-19-Situation mehr ausgesetzt sind als die Jüngeren. Und das beeinflusst ja auch, wie wir arbeiten müssen und können. Was wir jetzt für Entscheidungen getroffen haben in dieser Krise, ist auch beeinflusst von wo wir herkommen in Relation zu, warum haben wir Mrs. Bodhi damals überhaupt gestartet und wer ist zu uns gekommen. Das hat nicht nur mit Alter zu tun, aber wir haben tatsächlich damals schon in 2004 unsere Frauen gefragt, was die haben wollen. Ja? Und wir haben die damals gefragt, willst du Fitness machen? Und die meisten auf der Straße hat zu uns gesagt, nein, danke. Und dann haben wir die Frage ein bisschen umformuliert und gefragt, okay, wollen Sie Sport machen und gesund leben? Und dann haben wir ja gesagt, okay. Aber was ist das, was sie dann haben möchte? Und das ist unsere Kultur vom Anfang an. Die wollten etwas haben, die um die Ecke liegt, die leicht zu erreichen ist. Aber das Wichtige war wirklich auch, es sollte, in Deutsch heißt das, in Englisch heißt das non-intimidating. Ich hoffe, ihr könnt das direkt übersetzen. Also nicht Angst jagen, ja? Weil viele Leute haben Vorurteile, was Fitness ist. Und die wollten zu einem Ort kommen, wo die das überhaupt nicht spüren musste und denken musste, dass jeder kann da hinkommen, egal wie die aussehen, egal wie fit die sind oder unfit. Und das hat unsere ganze Kultur beeinflusst. Das bedeutet auch, dass wir haben Frauen, die relativ viel Unterstützung und persönliche Betreuung brauchen, weil die haben gesagt, ich brauche diese persönliche Betreuung. Ich will nicht eine anonyme Environment haben, wo ich keine kenne, ich komme da rein und mache mein Fitness, brauche Individualität, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe, die Ergebnisse zu erreichen. So, wir haben geöffnet und am Anfang hatten wir viel Geräte und das ist sehr wichtig jetzt so für die Entscheidungen, die wir getroffen haben, was das bedeutet hat für uns. Am Anfang hatten wir viel Geräte in unseren Clubs und die Mitglieder haben damit trainiert, was auch eine effektive Form von Training ist. Aber über Zeit haben wir uns entwickelt, weil die Frauen bleiben lange und die wollen sich weiterentwickeln und diesen Schritt zu machen dann und ständig neue Mitglieder reinzubekommen, aber auch die bestehende weiterentwickeln zu können, sind darüber gegangen zu Functional Training, die uns sehr jetzt geholfen hat in dieser Situation. So, das bedeutet, wir haben unsere Mitglieder gewöhnt, seit Jahren jetzt mit kleinen Handeln zu arbeiten, mit Bälle, mit Gummibändern und so weiter. Die sind nicht mehr besonders gewöhnt, dass die brauchen ein Gerät, wo die sich hinsetzen. Das war ein großer Vorteil für uns, wenn wir jetzt sozusagen in diese Situation reingekommen sind. Dazu haben wir unser System, ich weiß nicht, wenn ihr das gesehen habt, nur dass ihr bildlich vorstellen könnt, wir nutzen ein System, das heißt Pixformance, die uns in unsere Clubs tatsächlich helfen, die Mitglied zu zeigen, welche Übungen sollte sie jetzt machen, in welcher Reihenfolge und so weiter. Das war in den Clubs, das war unser Fokus und das machen wir in den Clubs, deswegen haben wir immer Mitarbeiter da, die unterstützen, wie solltest du stehen, wie solltest du arbeiten und wir kennen jedes Mitglied bei Namen, wir kennen ihr Ziel, wir setzen uns zusammen mit diesem Mitglied jede 6. bis 8. Woche und reden über die Fortschritte und passende Planer. So far, so good. Das bedeutet, wir haben immer sehr offline gearbeitet. Ziemlich state-of-the-art Tech in den Club, mit diesen Geräten und Coaching und individuelle Pläne, aber immer im Club. Klar, wir hatten eine App, dass die Mitglieder nutzen könnten, wenn die in Urlaub fahren, aber das ist nicht, dass wir das wirklich gepusht haben, weil was wir gepusht haben, komm zum Club, trainier mit uns, wir sind da für dich und wir helfen dich. Ja. Plötzlich kommt diese Covid-19 schlägt ein wie eine virtuelle Bombe, würde ich sagen, und endet alles. Und vom einen Tag zum nächsten dürfen wir nicht mehr in die Clubs gehen. Erstmal kam Italien, wo wir Clubs haben, dann kam Polen, dann kam Österreich und Deutschland und die Schweiz. Und vom Null, wie ihr alle kennt, war es plötzlich zu. Dann hatten wir eine Zielgruppe, die viele Tech-Leute sagen würden, die sind nicht so tech-affin. Ja? Auf der anderen Seite hatten wir ja die Vorteile, dass sie schon gelernt haben, wie die ohne Geräte trainieren könnten. Die wissen, wie das so läuft. So, wie haben wir das gemacht? Weil wir haben ja schnell realisiert, wir haben zwei Entscheidungen getroffen. Wir wollen die Mitglieder genauso aktiv weiter betreuen wie früher. Und zwei, wenn das passiert, dann glauben wir, dass die auch gerne ihre Beiträge weiter bezahlen würde, auch wenn die nicht zu den Club kommen dürfen. Da gab es große Diskussionen im System, aber weil wir wissen ja alle hier als Club Operators, dass wenn ein Mitglied in dieser Situation nicht bezahlen möchte, dann müssen die das auch höchstwahrscheinlich nicht. Und Mrs. Bodhi ist ein System, wir sind in den Communities, wir kennen alle, wir wollen überhaupt nie streiten über Mitgliedschaftsbeiträge. Aber was wir gesagt haben, wir kennen die Mitglieder bei Namen, wir betreuen die immer, die brauchen uns, gesund zu bleiben. Nils hat ja darüber gerade gesprochen.
über Herz und Lungen und Übergewicht ist ja auch ein extrem wichtiges Thema, wie wir gesehen haben, für die Risikofaktoren. Die brauchen uns. So, wir sind gewechselt. Wir sind reingegangen und haben alle Mittel angerufen. Wir haben dir geholfen, unsere Apps runterzuladen, wenn die das nicht schon hätte. Und da kommunizieren wir auch mit denen täglich. Wir haben, wenn die keine App runterladen möchte oder wollte, dann haben wir die von dem Pixformer-System unsere Trainings, individuelle Trainingspläne ausgedruckt für die Mittel und geschickt zu denen zu Hause. Und wir machen jetzt immer noch unsere, was wir nennen PTGs, persönliche Traininggespräche, jede sechste bis achte Woche, sogar öfter, wenn wir sehen, dass es notwendig ist, aber über Telefon und über Zoom. Das hat viel geholfen und die Mittel sind zu uns gestanden. Also die meisten haben wirklich gerne weiter bezahlt, weil die wollen uns auch sehen nächsten Monat und die wollen diese Betreuung haben. Die sind alleine oft oder die sind zu Hause viel und wir sind dann beständige Teil geworden in den Alltag. Genauso unsere Vision angepasst, die immer sozusagen Frauen in den Alltag unterstützen müssen, Sport und gesunde Nahrung zu integrieren. Was wir aber dann nicht schaffen konnten in dieser Situation, was immer wichtig ist in den Mrs. Sporty Clubs, die Community, zusammen Dinge zu tun. So, das fehlt ja dann plötzlich. So, das habe ich schon erwähnt, ich bin extrem beeindruckt, was meine Team da, früher haben manchmal gesagt, nee, das geht nicht, das ist unmöglich. Und plötzlich haben wir Dinge geschafft in 3-4 Tagen, die seit Jahren nicht möglich war. So, das ist auch eine spannende Erfahrung in diese Zeiten, weil viel ist möglich, wenn man wirklich Fokus auf die Sachen legt und umsetzt. So, was wir gelauncht haben, ist ein wirklich interaktives Form von digitales Training online. Und das nennen wir Mrs. Body at Home. Und das ist gratis für alle bestehenden Mittel. Die können da reinloggen und mitmachen. Und da arbeiten wir mit Zoom und anderen Techniken, wo wir tatsächlich mit unseren Instruktoren jeden Tag ein Live-Training bieten für unsere Mittel. Die trainieren dann von seinem Wohnzimmer und ihren Garten und wir winken zueinander. So schaffen wir wirklich eine Community zu bauen, die wirklich Mrs. Sport ist. Ich glaube nicht, dass jeder Unternehmen das braucht, aber unsere Kultur ist tatsächlich zusammen, Support. Und das war sehr wichtig für uns, eine Lösung zu finden, schnell, wo wir tatsächlich die Mittel in dieser, wo wir einander sehen können und miteinander trainieren. Und das ist keine, wir haben auch Videos da, aber das ist ganz live getrieben. Das würden wir auch weiter in der Zukunft weitermachen, weil ich glaube ganz fest, dass egal wie schwer diese Situation jetzt ist für alle, Clubs sind zu, Einnahmen gehen runter, wir wissen gar nicht, kommen die schnell zurück, weiß nicht, ist die digitale Angebot, was wir jetzt inkludiert haben, lebensnotwendig für die Zukunft. Aber wir würden sehen, einige, vielleicht für die Chinesen, kommen sofort zurück und sagen, wir wollen jetzt sofort trainieren im Club. Andere würden sagen, ich will gerne trainieren, aber ich habe noch vielleicht ein bisschen Bedenken, überhaupt in einen Club zu gehen. Andere Frauen wollen vielleicht überhaupt nicht in einen Club gehen, wollen nur online trainieren. Wir brauchen diese Online-Support mit Telefonate und Support und Trainingspläne, Anpassungen und so weiter. So, wir haben das geschafft bei Mrs. Sport, ein konzeptangepasstes digitales Angebot sehr schnell auf die Beine zu stellen. Wir bieten das jetzt auch an, weil nicht jede Frau da draußen wohnt in einem Gebiet von Mrs. Sporty. Aber wenn eine Frau wohnt in einem Mrs. Sporty-Gebiet, dann kann die Franchise-Partner sogar die Online-Mitgliedschaften lokal anbieten. Die können die alle Mitglieder, die schon Mitglied sind, im Club gratis anbieten, diese digitale Training mitzumachen. Und wenn du wohnst in einem Gebiet, nicht ein Mrs. Sporty-Gebiet ist, dann kannst du, hoffe ich, ab morgen, wenn alle Technik klappt, ja, auch dafür bezahlen. Da kannst du das für 29,90 Euro, ein Premium-Angebot digital, wir wollten das hier relativ hoch setzen, in Relation zu anderen digitalen Angeboten, aber wir haben ein Premium-Angebot, mit, was wir da bieten und das wollten wir auch signalisieren. Aber man kann dann tatsächlich mit Mrs. Sporty in die Zukunft trainieren, auch wenn du keine Club-Umwege hast. Und noch. Wir wollen ja viele Clubs öffnen und hoffentlich wohnen da dann eine Frau, die das sieht oder kennt und will vielleicht einen Club mit uns öffnen. So, wir sehen viele Möglichkeiten hier durch diese und wir sehen, dass wir durchaus nach dieser Situation rausgehen, also als ein besseres System, bessere Angebote von der Franchise-Nehmer-Perspektive, von der Kunde-Perspektive. Klar, ist es viele Hiccups noch auf dem Weg, glaube ich, weil wir machen viele Tech-Updates diese Woche und ich hoffe wirklich, dass die Tech uns hilft und mitgeht, weil das, wie wir wissen, ist nicht immer so leicht. Und auch egal, wie schwer es ist für euch alle und für uns als Industrie, bin ich persönlich überzeugt, dass, und was ich gesehen habe von diesen Unternehmen kommen zusammen und teilen Info,
ich bin überzeugt, dass wir als Gemeinschaft viel stärker rauskommen, als was wir in diese Krise reingegangen sind. Ich glaube, wir haben die Entwicklungs-, jetzt, wenn wir hoffentlich nicht mehr lange zu haben müssen, haben wir, was wahrscheinlich viele Jahre dauern würde, die nächsten Jahre, haben wir als Industrie zusammen, also wirklich gekutscht, und wir würden dadurch viel mehr mit erreichen können in die Zukunft. Da bin ich total überzeugt. Ich weiß, dass viele von euch und ich auch selbstverständlich Respekt haben für die Situation, und wir können nicht genau wissen, was passiert. Aber ich bin trotzdem voller Glauben auf die Zukunft, für die Business, in dem wir uns befinden. Und auch selbstverständlich für Mrs. Sporting, was wir da jetzt gemacht haben. Ich glaube, wir würden das Unternehmen und für die Franchise Partner noch stärker da stehen. Aber für jede Fitness-Company da draußen haben wir großartig geleistet in letzter Zeit. Und die Presse ist ja deutlich. Früher haben wir gesagt, Age, das bleibt so, ist der größte Risikofaktor für Covid-19. Danach haben wir viel über Herz und Lungen gesprochen. Aber in der letzten Research, die ich gesehen habe, ist noch gefährlicher, ist Übergewicht. So Age, Übergewicht, und dann kamen die Lungen und das Herz. Aber alles Sachen, die wir beeinflussen können. So, wenn wir nicht jetzt in dieser Situation auch gleichzeitig gute Presse bekommen haben, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. So, das würde uns helfen. Wir müssen das nur selbstverständlich nutzen und gesund bleiben und da stehen und das bieten, was die Frauen und die Männer da draußen haben möchten. So, das ist unsere Situation jetzt, und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen mitteilen, was, warum und wieso wir verschiedene Entscheidungen getroffen haben, was das bedeutet für Mrs. Sporty. Aber ich bin offen für Fragen. Vielen herzlichen Dank, Herr Bönström, für die spannenden Einblicke und auch für die netten Worte natürlich. Ihr bei Miss Sporty seht die Krise ja dann wirklich nicht als Dilemma, sondern auch wirklich als Eröffnung neuer Möglichkeiten und Chancen, gerade was den Einsatz von digitalen Tools im Fitness- und Gesundheitsbereich angeht. Habt ihr auch bewiesen, dass ältere Zielgruppen darauf anspringen, auch mit dem digitalen Einsatz umgehen können. Auch dieser persönliche Kontakt von eurer Seite wird auch auf dem digitalen Weg nicht zu kurz kommen. Das heißt, digital werdet ihr über die Krise hinaus auch weiterarbeiten. Ja, also das war ja immer, das ist ja so, was mein Sohn kann, ist ja 14, was er schafft, ohne Erklärung zu verstehen und machen, ist ja nicht direkt das Gleiche, was meine Mama schafft. Es gibt schon große Unterschiede, was die verschiedenen Altersstufen in der Bevölkerung schaffen kann. Meine Franchise-Partner, die haben das ziemlich jetzt runter. Die sind super gute Trainer und Betreuer. Jetzt sind die auch Experten, wie die erklären für ein Mitglied, die 70, 80 ist, wie man eine App runterlädt und aktiviert innerhalb von, die sagen, okay, jetzt kann ich das machen in 16,5 Minuten maximal. Also die haben das wirklich runtergebrochen. Was wir sehen auf YouTube zum Beispiel, wenn die Leute mittrainieren live, ist, dass die Altersstufen spiegeln 100% die Altersverteilung, die wir auch in den Clubs haben. Und das bedeutet sehr viele 50, 60, 70, 80 und sogar über 90-Jährige, die da mitmachen. So, wir sehen absolut, dass wenn der Wille da ist, und das ist es, dann können wir wirklich viel schaffen, auch mit Technik. Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, Herr Bönström. Vielen Dank auch. Dann gehen wir direkt weiter zu unserem nächsten Speaker, dem Herrn Matthias Groll. Er ist Rechtsanwalt und Berater des Personal Trainer Verbandes und er wird uns jetzt einfach rechtliche News weitergeben. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich werde von allen gut verstanden. Das passt offenbar. Ja, vielen Dank für die Einladung, die neuerliche Einladung. Kann es beim ersten Mal nicht so schlimm gewesen sein. Ich habe so ein paar Themen im Gepäck, die ja eine gewisse Aktualität, eine operative Aktualität widerspiegeln sollen. Ich musste eben so schmunzeln, als Herr Bönström sagte, ja, wir haben einzelne Themen in der Vergangenheit, da haben wir ganz lange gewartet, haben immer gesagt, das geht nicht und dann ging es plötzlich ganz schnell. Das ist tatsächlich bei den Juristen respektive beim Gesetzgeber aktuell auch der Fall. Wir haben hier zum Teil gesetzliche Neuregelungen, über die sicherlich auch zum Teil schon gesprochen worden ist, zum Teil innerhalb von wenigen Tagen regelrecht durchgeprügelt bekommen. Das habe ich in meiner 20-jährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt tatsächlich noch nie so erlebt, dass also am Freitag sozusagen der Gesetzesentwurf vorlag und am Montag wurde das Ganze dann
dementsprechend durch den Bundestag und den Bundesrat durchgeprügelt und dann gab es dementsprechend eine Unterschrift des Bundespräsidenten und am dritten Tag trat dann die gesetzliche Regelung in Kraft. Das war schon sehr beachtlich. Also insofern haben wir hier einen ganzen Strauß von gesetzlichen Vorschriften, die hier auch genutzt werden können. Das haben wir zum Teil auch besprochen. Das werde ich heute auch noch kurz anreißen. Was habe ich mitgebracht? Ich habe einmal aktuelle Entwicklungen aus der vergangenen Woche zu den Studioschließungen mitgebracht. Ich habe des Weiteren ein paar Überlegungen im Köcher zu der Frage der Wiedereröffnung, also insbesondere die rechtlichen Implikationen zu einer möglichen Wiedereröffnung, die jetzt ja auch hier schon angestellt worden sind. Zu guter Letzt möchte ich dann noch einmal eingehen auf die vertraglichen Tools. Das ist das, was ich eben schon angesprochen habe, die vertraglichen Regelungen, die eben vom Gesetzgeber hier auch geschaffen worden sind. Da kann ich auch nur dafür plädieren, dass man diese vertraglichen Regelungen, soweit sie denn für einen in Betracht kommen, tatsächlich auch weiterhin nutzt. Und last but not least vielleicht noch ein kurzer Gedanke zum Thema Vertragsrecht und Online-Training. Also insofern auch, um das aufzugreifen, was Herr Böhnström eben ansprach, dass ja doch also ein starker Trend, das nehme ich also auch wahr, ein starker Trend ins Online-Training geht. Das finde ich auch richtig, finde ich auch gut. Aber in dem Kontext sollte man sicherlich auch eine rechtliche Flankierung haben. Ja, kommen wir mal rein, gehen wir rein zu den aktuellen Themen. Was ist in der letzten Woche passiert an rechtlichen Fragen? Was ist bei uns aufgelaufen? Und was natürlich ein ganz wichtiger Punkt war, das war Anfang der letzten Woche die Meldung, dass also Studios bis zu einer Größe von 200 Quadratmeter zum Teil Sondergenehmigungen, Sondererlaubnisse bekommen, um wieder zu eröffnen. Das ist dann, nachdem das über den Ticker gegangen ist, auch so gewesen. Wir hatten eine Vielzahl von Anfragen, ob man das auch begleiten könne, beziehungsweise das haben dann auch Studiobetreiber dieser kleineren, der Mikrostudios auch zum Teil selbst veranlasst, haben dann Anträge gestellt bei den zuständigen Behörden. Das ist insbesondere in NRW auch sehr intensiv passiert, wie mir berichtet worden ist. Und die Konsequenz dessen war leider, dass diese Anträge fast flächendeckend zurückgewiesen worden sind. Wir haben dann unter anderem auch von der Behörde in NRW ein Feedback bekommen, die auch nochmal deutlich macht, wie streng doch letztendlich die Haltung der Behörden aktuell noch ist im Hinblick auf mögliche Öffnungen der Studios. Wurde ganz deutlich gesagt, hier habe es sich angeblich wohl um ein Missverständnis gehandelt. Es sei wohl wohl auch eine entsprechende Fehlinformation gewesen, dass also umfangreiche Öffnungsverfügungen ergangen seien. Und die Behörde hat also nochmal deutlich gemacht, dass also es dabei bleibe, dass im ganz überwiegenden Maße diese Betriebsschließungen bestehen bleiben. Also das ist momentan tatsächlich noch so, dass wir hier eine ganz strenge Haltung der Behörden haben. Ja, das zur aktuellen Situation in der vergangenen Woche. Dann zum Thema Wiedereröffnung. Das ist ja hier schon umfangreich diskutiert worden. Und der Jurist hat es natürlich immer ganz gern, wenn er eine Rechtsgrundlage hat und wenn er nicht mit der langen Lanze im Nebel stochert, sondern wenn er sich anhand von gesetzlichen Vorschriften entlanghangeln kann. Das kann ich mit Blick auf eine mögliche Wiedereröffnung tatsächlich nur sehr, sehr bedingt. Was haben wir hier für eine Situation? Wir hatten ja zum 20. April eine Lockerung, wir wissen es alle, die einherging mit der teilweisen Öffnung von Verkaufsflächen. Da war es ja so, dass wir eine Begrenzung auf 800 Quadratmeter hatten. Das ist vielen letztlich nicht eingängig gewesen. Mir persönlich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist wohl offenbar zurückzuführen auf eine baurechtliche Vorschrift, die man zur Grundlage genommen hat, um da also eine Grenze zu ziehen. Das erschließt sich mir nicht. Erschloss sich im Übrigen auch einem Unternehmer hier in Hamburg nicht, der dagegen geklagt hat, gegen diese Begrenzung, der in der Tat eine Verkaufsfläche hatte von mehr als 800 Quadratmetern. Das ist natürlich auch für die Studiobetreiber von nicht unwesentlicher Relevanz, ob eben im Falle einer möglichen Wiedereröffnung wieder eine solche Begrenzung stattfindet auf eine entsprechende Quadratmeterzahl.
Hier in Hamburg haben wir eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in der letzten Woche gehabt, wo das Verwaltungsgericht gesagt hat, das ist nicht zu rechtfertigen, das ist nicht nachvollziehbar, hat also insoweit diese Begrenzung innerhalb der Allgemeinverfügung der Freien Hansestadt Hamburg aufgelöst oder aufgehoben. Und das Oberverwaltungsgericht hat das aber dann wiederum wiederhergestellt, hat aber deutlich gemacht, es soll sehr zeitnah darüber verhandelt werden, ob diese 800 Quadratmeter Grenze insoweit bestehen bleibt. Das hat nach meiner Einschätzung durchaus auch Auswirkungen gehabt auf die weiteren Beratungen, die da wohl auch im Corona-Kabinett stattgefunden haben und jetzt auch hier anstehen. Dergestalt, dass ja gestern eine entsprechende Meldung von Herrn Spahn über den Ticker kam, der ja gesagt hat oder gesagt haben soll, da muss man ja immer sehr zurückhaltend in der Beurteilung sein, dass also Fitnessstudios offenbar wieder öffnen sollen und dass er wohl offenbar der Auffassung sei, dass diese Auflagen, also sprich die Quadratmeterbegrenzungsauflagen, dass die insoweit wohl keine Relevanz haben dürften, das sei nicht sinnvoll, sodass zu vermuten steht, dass also auch diese Regelung, die wir jetzt hatten, im Falle der Öffnung von Studios nicht angewandt wird, dass aber dementsprechend andere Auflagen kommen werden. Und da bin ich jetzt in einem Bereich, den wir, denke ich, vorhin kurz angerissen hatten. Bei Christian Feil hatten wir kurz darüber gesprochen, Thema Hygienekonzepte. Also nach meiner Einschätzung wird es so sein, dass wir eine sehr klare oder auch, ja, zumindest weitgehend klare Regelungen bekommen dürften im Hinblick auf die Anordnung von Hygienemaßnahmen, Hygienekonzepten. Insoweit vielleicht ein ganz kurzer Blick, was haben wir aktuell da an rechtlichen Regelungen? Blick aufs Friseurhandwerk tatsächlich, liegt vielleicht jetzt nicht ganz so nahe, ist aber aus meiner Sicht ein nicht ganz uninteressanter Vergleichsschluss. Wir haben nämlich hier die Situation, dass die Friseure ja ab dem 4. Mai jetzt werden öffnen dürfen, aber eben unter sehr strengen Auflagen. Und wenn man jetzt mal für eine mögliche Öffnung der Studios sich überlegt, wie kann man das vorbereiten als Studiobetreiber? Das war ja vorhin auch so ein bisschen die Diskussion. Wie kann ich die Zeit sinnvoll nutzen? Da ist es aus meiner Sicht elementar wichtig, sich eben über diese Hygieneregelung Gedanken zu machen, über Hygienepläne Gedanken zu machen. Ich weiß, dass einzelne Unternehmen schon umfangreiche Hygienepläne entwickelt haben. Das ist natürlich insoweit ein bisschen schwierig, weil wir, wie gesagt, diese konkreten rechtlichen Auflagen noch nicht kennen. Daher einmal ganz kurz der Blick ins Friseurhandwerk. Was ist da gemacht worden? Da haben wir tatsächlich jetzt einen Status, nämlich wir haben einen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für das Friseurhandwerk, der nämlich von der zuständigen BG erlassen worden ist. Und ich könnte mir also sehr gut vorstellen, dass wenn wir Öffnungen der Studios anstehen haben, dass dann also von der zuständigen BG für die Studios, das ist ja die VBG, dass dann also auch ein entsprechender Arbeitsschutzstandard respektive überhaupt ein entsprechender Standard für die Hygieneregeln im Unternehmen abgesetzt werden wird. Insofern ist es sicherlich sinnvoll, um sich vorzubereiten, schon einmal einen Blick auf diesen Arbeitsschutzstandard im Friseurhandwerk zu werfen. Das kann ich jetzt alles nicht im Detail wiedergeben. Das würde hier den Rahmen sprengen. Was man aber machen kann, ist, dieser Standard des Friseurhandwerks fußt auf dem Arbeitsministeriums für Arbeit und Soziales. Das ist ja auch in der vergangenen Woche rausgegeben worden. Und wer also Interesse hat, sich mit diesen Themen, die da kommen werden, auch etwas detaillierter zu beschäftigen, dem würde ich vorschlagen, einmal in diesen Arbeitsschutzstandard hineinzuschauen. Der kann also aus meiner Sicht durchaus ein Anhalt dafür sein, wie ein Szenario aussehen könnte, wie ein Hygieneplan etwa oder rechtliche, staatliche Hygieneauflagen aussehen können, wenn es zu einer Wiedereröffnung der Studios kommt. Der im Übrigen ist aber auch unter dem
entsprechenden und auf der Website des Bundesministeriums runterzuladen. Ja, das soweit zur Entwicklung in diese Richtung. Vielleicht noch abschließend ganz kurz 2, 3 Anmerkungen zum Vertragsrecht. Ich hatte es ja eingangs gesagt, wir haben eine enorme Entwicklung hier. Wir haben gesetzliche Regelungen hier, die also in kürzester Zeit vom Gesetzgeber durch den Bundestag gebracht worden sind und durch den Bundesrat. Und allen voran, gerade für die vertraglichen Themen, ich sage mal, das ist das Pandemiegesetz, ja, aber es heißt etwas anders, muss man eben ganz kurz den genauen Wortlaut nochmal wiedergeben, das ist das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht. Strafverfahrensrecht, das interessiert natürlich nicht so sehr, aber das Zivilrecht interessiert und insbesondere all die Betreiber, Clubs und Studios, die bis zu 10 feste Mitarbeiter, und dazu zählen nicht die freien Mitarbeiter, wohlgemerkt, also feste Mitarbeiter angestellt haben, die können sich auf diese gesamten Regelungen berufen, indem sie die Möglichkeit haben, Leistungsverweigerungsrechte, Stundungsrechte geltend zu machen. Sie können vor diesem Hintergrund entsprechende Verhandlungen mit ihren Vermietern eingehen. Sie können auf Banken zugehen und können in dem Rahmen auch über mögliches Kreditengagement, Stundung von Kreditengagement diskutieren. Da kann ich nur sagen, nutzen Sie diese Möglichkeiten. Insofern nochmal an der Stelle der kurze Hinweis auf diese vertragsrechtlichen Regelungen. Zum Ende ein ganz kurzer Hinweis, noch einmal ein Gedanke eigentlich mehr im Blick auf das, was Herr Böhnström gesagt hat, Online-Training. Völlig zutreffend ist ja auch hier schon angesprochen worden, dass wenn ein Mitglied grundsätzlich dieses Online-Training nicht möchte und es auch nicht als Ersatz anerkennt für das eigentliche Training, dann in der Tat muss man wohl davon ausgehen, dass ein Leistungsverweigerungsrecht besteht des Mitglieds und dass der Beitrag insofern auch nicht zu entrichten wäre. Wenn jetzt in einer intensiven Art und Weise Online-Training betrieben wird, und wir müssen ja damit rechnen, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Thema Covid-19-Pandemie noch zu tun haben. Es ist ja auch angesprochen worden, was passiert, wenn die zweite Infektionswelle kommt. Vielleicht kommt es wieder zu Schließungen, wenn jetzt gerade geöffnet worden ist, etc. Also das sind alles Themen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass es ohne weiteres jetzt so zur Öffnung kommt und dann entsprechend ohne Probleme durchläuft. Deswegen aus rechtlicher Hinsicht mit Blick auf das Online-Training folgender Gedanke, folgende Empfehlung. Ich würde durchaus den Betreibern den Gedanken einmal anheimbringen wollen, dass man die AGB, die man selber hat, ändert, dergestalt, dass man eben Online-Trainings aufnimmt als auch mögliche Ersatzleistung für das eigentliche Training, wie man das dann im Einzelfall genau macht, ob das nun 1:1 oder eben ein Teil abbildet, das muss man dann sehen. Das ist ja auch nicht immer, ich sage mal, man kann durch Online-Training vielleicht auch nicht unbedingt ein Gerätetraining ersetzen, das kam ja hier auch schon einmal durch. Aber ich würde trotzdem überlegen, ob man nicht die AGB ergänzt, ja, dergestalt, dass Online-Trainings aufgenommen werden. Gute AGBs haben im Übrigen diese Änderungsmöglichkeit, diesen einseitigen Änderungsvorbehalt ohnehin enthalten, sodass man das auch ohne weiteres machen kann. Das muss individuell natürlich geprüft werden, aber das nur mal so als Gedanke, auch mit Blick auf zukünftige Entwicklungen. Das wäre soweit erstmal das als aktuelles, die Lage am Montagmorgen sozusagen, als aktuelles Statement von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kroll, für Ihre Einschätzungen, Einblicke und Anregungen in die rechtliche Materie. Ich will nur kurz verkünden, dass wir gerne 10 bis 15 Minuten länger machen würden, da wir auch noch 2, 3 Fragen an Herrn Kroll gerichtet, von unseren Zuhörern gerichtet haben. Die erste schon vorab, vor dem Webinar, die Xenia fragt, wie es mit Rechnungen handzuhaben ist, wenn der Kunde sich weigert zu zahlen, die Rechnungen aber schon bis in den Februar zurückgehen, also noch vor Corona. Ja, das muss er bezahlen. Also klare Frage, klare Antwort.
wenn das Rechnungen für Leistungen sind, die vor Eintritt der Pandemie und vor dem Lockdown stattgefunden haben, dann gibt es da kein Leistungsverweigerungsrecht. Das heißt, solange die Leistung erbracht worden konnte, muss die Leistung auch bezahlt werden. Das ist richtig, ja. Mhm. Genau. Dann fragt der Frederik, ihn würde interessieren, ob Sie einen Eindruck über den Zeitraum zur Wiedereröffnung haben. Also, wir hatten ja hier eben in der Vorbereitung, bevor das Webinar losging, ganz kurz darüber gesprochen, dass die Hamburger ja ein sehr klares Statement in der letzten Woche auch abgegeben haben. Der Herr Grote, der Senator, hat ja gesagt, er befürwortet eben auch eine entsprechende Schließung, befürwortet eine entsprechende Öffnung, ab dem 4. Mai. Das Ganze ist ja jetzt nun auch unterstützt worden von Herrn Spahn, der ja auch, sagen wir mal, eine mögliche Öffnung befürwortet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir, ob es jetzt der 4. Mai wird, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir alsbald jetzt auch jeweils abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen sie werden ja jetzt tagen nochmal in dieser Woche, vielleicht kommt es zum 4. Mai, vielleicht kommt es auch erst eine Woche später, kann ich schlecht einschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ansteht. Vielen Dank. Dann noch eine zusätzliche Frage von der Caro. Sie möchte wissen, wie es mit der pausierten Vertragslaufzeit in den Verträgen aussieht. Darf sie die Zeit der Pausierung, also die Dauer der Schließung, an die Vertragslaufzeit anhängen? Ja, also das kommt so ein bisschen drauf an, wenn man so eine Ruhensvereinbarung geschlossen hat. Und das würde ich auch dringend empfehlen, dass man, wenn man das so gestalten möchte, dass man eben diese Ruhensvereinbarung schließt, dann kann man das in der Tat hinten ranhängen an die Laufzeit des Vertrages. Vielen herzlichen Dank, Herr Kroll. Ich darf dann jetzt noch einen Überraschungsgast verkünden, den Initiator von der Initiative Stay Strong, Stay Together, Nico Scheller. Bitte ich zu Wort. Ja, hallo. Es war Überraschungsgast, wusste ich nicht. Ich habe die Einladung erhalten und insofern, ich war auch überrascht, dass ich hier als Referent dann auftauche. Wie auch immer, vielleicht war es ein Unfall, weil ich ja letzte Woche dabei war. Wie dem auch sei, aber es wurde ja auch eine Frage gestellt zu der Initiative und ob wir jetzt hier nicht das Sprachrohr werden wollen, die quasi verbandsübergreifend dann da tätig wird. Und vielleicht möchte ich da ganz kurz mal zu der Grundidee der Initiative was sagen. Und zwar die Grundidee war die, einfach ein Sprachrohr, aber eher in Richtung Kunden- oder Interessentensicht der Branche zu bündeln und nicht in Richtung Politik. Ich halte es für wahnsinnig schwierig, jetzt hier momentan eine weitere Institution zu gründen, weil es Verbände gibt, die hier auch schon bei der Politik bekannt sind, und jetzt was Neues zu gründen, nochmal jetzt mit einem weiteren Sprachrohr da nach vorne zu preschen, halte ich für wahnsinnig schwierig. Ich denke, es wäre schlauer, wenn sich die Verbände untereinander organisieren würden und eigentlich mit dem Stärksten, und das ist nun mal der DSSV, dann da gemeinsame Sache machen würden und sich synchronisieren würden. Ich halte alles andere für kontraproduktiv und unsere Branche haftet, denke ich, nicht sehr fair, sehr viel Professionalität an. Ich glaube, sehr viele sehen uns als hemdsärmlich und der Ruf, der uns vorauseilt, ist, glaube ich, nicht derjenige, wie jetzt bei einer normalen Industrie oder bei altbewährten Dienstleistern mit der DEHOGA vergleichbar oder was auch immer. Deswegen sollten wir gerade da vielleicht schauen, dass wir hier mit etwas mehr Professionalität glänzen. Und unser Anspruch ist, wie gesagt, der, dass wir gesagt haben, wir wollen für die Branche werben, wollen hier mal zeigen, welche Leistungen wir überhaupt bieten, welchen gesellschaftlichen Nutzen wir bieten, sind gerade dabei, da eine Branchenkampagne zu starten mit sehr vielen Clubbetreibern und auch sehr vielen Beteiligten aus der Industrie, um hier über Social Media und multimedial dann einfach mal zu zeigen, dass wir nicht nur für
Schönheit und guten Körper stehen, sondern dass wir sehr wohl einen gesellschaftlichen Beitrag auch in Richtung Gesundheit leisten. Das ist unsere Aufgabe. Und insofern, wie gesagt, wir halten uns aus solchen politischen Dingen raus. Das ist nicht unser Auftrag. Zum anderen möchte ich vielleicht noch ein paar Dinge anmerken, die mir jetzt aufgefallen sind. Ich fand es super vom Nils, dass du gesagt hast, die Clubbetreiber sollten sich jetzt vielleicht neu orientieren. Und ich habe auch vom Herrn Kroll da einige Dinge gehört, wo es zur vertraglichen Gestaltung. Ich möchte vielleicht mal eine andere unpopuläre Meinung in den Raum werfen. Wir haben vor 1,5 Jahren begonnen, unsere Mitgliedschaftsmodelle komplett umzugestalten. Und zwar in Richtung Kundenfreundlichkeit. Wo wir einfach von diesen Knebelverträgen und langen Laufzeiten und eigentlich all den Dingen, die dem Fitnessclubbetreiber gefallen und weniger dem Mitglied, umzustellen auf die Dinge, die dem Mitglied gefallen. Und ich möchte anregen, das vielleicht in dieser Krisenzeit genauso zu tun, weil wir pochen gerade alle auf Solidarität. Und auf der anderen Seite versuchen wir jetzt gerade, wie wir die Mitglieder dann möglichst wieder knebeln durch Änderungen der AGBs oder so weiter, dass sie ja nicht aus unseren Verträgen rausrutschen können. Ich weiß nicht, ob das nicht zu kurz gedacht ist, weil wenn wir uns anschauen, wer denn in den letzten Jahren erfolgreich waren, dann waren es diejenigen, die den Kundennutzen ganz klar in den Vordergrund gestellt haben und diejenigen, die geschaut haben, dass sie möglichst die Kunden knebeln, die haben verloren. Wenn ich mir Netflix anschaue oder Sky, dann sehe ich, wer ist der Verlierer? Sky mit ihren langen Mitgliedschaften. Und wer hat gewonnen? Netflix mit monatlich kündbar. Faire Kundenmodelle und so weiter und so fort. Das Gleiche bei Amazon. Wer hat verloren in den letzten 10 Jahren? Otto und die ganzen anderen Versandhändler, die geschaut haben, ja, ich muss hier Versandkosten noch draufschlagen und so weiter und so fort. Und derjenige, Jeff Bezos, der den Kunden immer in den Fokus seines Geschehens gestellt hat, der hat eindeutig gewonnen. Und ich denke, wir sollten vielleicht mal die Krise dazu nutzen, um mal unsere generelle Vorgehensweise zu prüfen, um zu schauen, nicht nur, wie wir uns von der Leistung her besser aufstellen können, sondern auch in der Wahrnehmung des Kunden. Und wenn ich den einen oder anderen Kommentar gelesen habe, der jetzt auch in den sozialen Medien auf unsere Kampagne hinkam, wo dann drin stand, ja, die ganze Zeit haben sie uns nicht aus den Verträgen rausgelassen und jetzt winseln sie um Solidarität, da muss ich sagen, haben sie recht. So viel als kleinen Beitrag. Vielen Dank, Nico, für deine Worte. Ich darf jetzt zum Abschluss nochmal eine Referenz aussprechen an eine Homepage, wo man sich einfach rechtliche Beratung holen kann. Die wird geleitet von dem Herrn Kroll. Die Homepage ist ab 1.5. live und lautet www.fitness-law.de. Dann sage ich vielen Dank an unsere Speaker und natürlich auch vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns auf nächste Woche. Eine schöne Woche wünsche ich euch.